Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier 20 von diesen Brasilien Player Picks testen. Das hat euch ja immer sehr, sehr gut gefallen. Die letzten Videos, wenn ich immer die Picks getestet habe. Wenn es euch natürlich gefällt, Freunde, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Sehr, sehr gerne auch ein Abo da lassen. Zudem zeige ich euch heute auch meine perfekte ÜV-Liste und einen sehr, sehr guten Low-Budget-Tipp. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ab geht's. Und wenn du sagst, du willst die Tipps noch vorab haben, hier wie in meinem Platin-Launch in Discord, wenn du dich jetzt fragst, wie komme ich hier rein, ist relativ einfach. Einfach dein Twitch Prime bei mir einlösen, Twitch ist unten verlinkt, einfach einen Sub da lassen und dann könnt ihr automatisch in meinen Discord reinjoinen. Hier in die Platin-Launch ganz, ganz einfach. Einfach Twitch mit Discord verbinden und dann seht ihr das hier mit exklusiven Tipps hier. Also es gibt hier eigentlich nur positive Resonanz. Ihr seht das hier. Die Tipps laufen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wer da Interesse hat, kann sich sehr, sehr gerne gönnen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Picks rein. Ja, Freunde, es gibt eigentlich nur drei Karten, die mich interessieren. Neymar wäre natürlich richtig big. Vinicius Junior Tots und der gute Marcelo Shapeshifter. Wir gehen mal rein. Gucken mal, was wir heute so Schönes ziehen. Ich werde wahrscheinlich immer Futter nehmen. Sandro kostet zwar nichts, finde ich aber gar nicht so schlecht. Ja, Alisson dachte ich schon, dass wir den wahrscheinlich sehr, sehr oft sehen. Oder nehme ich Alisson fürs Rating mit, weil den Sandro wirst du bestimmt nochmal bekommen. Ja, ich nehme Alisson fürs Rating mit. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht nur Alisson sehen. Aber erster Pick war schon mal nicht mal so schlecht. Zweiter Pick ist dahingegen schon sehr, sehr schlecht, muss man sagen. Ich gehe immer mit Rating eigentlich, weil ich die meisten Karten eh wieder abstoßen werde. Ich weiß gar nicht, was das genau gekostet hat. Ich habe das natürlich einfach gekauft. Ja, wie viel Alisons wirst du heute ziehen, ist die Frage. Anscheinend sehr, sehr viele. Ich hoffe nicht so viele, weil ich muss die natürlich alle wieder in SBC klatschen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wen ihr gezogen habt. Firmino, coole Karte, kostet aber nichts mehr. Und ja, haben wir auch schon mittlerweile viermal gezogen oder so. Eine Karte haben wir bis jetzt nicht gehabt. Also komm, gib mir mal jetzt was Gescheites. Wieder Firmino. Also Firmino und Alisson. Ja, die Liverpool-Brasilianer kommen hier sehr, sehr gerne. Wir machen mal ein bisschen weiter hinter. Sonst sehe ich nur Alisons und das wäre natürlich, ja, auch Katastrophe. Ich nehme hier die Tots immer mit, die Tots-Karten. Ist natürlich bis jetzt eine Frechheit, muss man wirklich sagen. Ich hoffe, dass wir noch was Gutes ziehen. Casemiro, okay. Naja. Es geht so weiter mit den Doppelten. Am Ende haben wir hier 15 Doppelte dann. Ja, prima. Auch doppelt. Es macht halt gar keinen Sinn, die also schlecht bewertetsten zu nehmen, sage ich mal. Okay, das ist richtig schlecht. Das ist, glaube ich, so das Schlechteste, was du ziehen kannst an Player-Pick-mäßig. Nehmen wir den Cunha mit, der hat ja eh seine erspielbare Karte, deswegen, die Karte wird ja sowieso wieder in die Upgrades fliegen. Felipe, na, gib mir doch mal den Marcelo. Ne? Marcelo, auch Shapeshifter. Komm, yay. Ein guter muss doch dabei sein. Fabinho oder Jesus. Ich nehme mal Jesus mit, weil ich glaube, Fabinho wird man häufiger ziehen. Ja, ich guck mal kurz, wie viel wir noch haben auf der zweiten Seite. Gar keine mehr, weil wir haben ja auf der zweiten Seite genau 8 Stück und das sind die Doppelten bis jetzt. Und das aus 20 Stück. Ja, wir haben hier noch ein paar. Ich hoffe, die gönnen. Also das ist bis jetzt, haben wir 11 Stück geöffnet. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Also bis jetzt nur Coins verbrennen. Das Experiment, ja, habe ich richtig predicted, dass wir Fabinho nochmal ziehen. Also wie gesagt, hier die Brasilianer aus Liverpool, die sind am Start. Ja, leider nicht die anderen, die man gerne ziehen würde. Wieder den Everton nehme ich auch mit. Ja, ich werde die alle in irgendeine SBC klatschen. Komm, gib mir irgendwas Gescheites, EA Sports. Ja, jetzt nehme ich einen Sandro mit, komm, ich will einen Sandro haben, coole Karte. War einer damals meiner Lieblings-Linksverteidiger. Die letzten Jahre nicht mehr so die besten Karten bekommen, aber immer eine nice Karte eigentlich gewesen, der Sandro. Ah, Fabinho, Firmino, Alisson. Also das ist unfassbar, das ist sehr, sehr schlecht. Wir haben ja schon einige Packs-Experimente gemacht. Und ich glaube, das ist bis jetzt die größte Verarschung, so gefühlt. Wir haben jetzt 15 Stück geöffnet. Wir haben noch 5 Stück. Wir gehen mit der goldenen Mitte. Ich hoffe, dass wir noch eine gute Karte wenigstens sehen. Bitte gönn was Gescheites. Wieder Firmino. Ja, es geht so weiter. Die Liverpool-Spieler verfolgen uns. Die Coins werden verbrannt. Okay, coole Karte. Moura, immerhin. Immerhin Moura.
Das ist eine coole Karte. Der kostet, glaube ich, auch nur noch 70, 80.000 oder was kostet er? Kostet er noch 100? Ja, immerhin. Aber so richtig freuen kann man sich da, glaube ich, trotzdem nicht, wenn man da 20 Stück gemacht hat und dann so eine Scheiße bekommt. Paketa sogar eigentlich gut, aber habe ich halt schon, bringt mir halt nichts. Weiß gar nicht, was kostet der Paketa noch? Kostet der noch ein bisschen was? Ja, auch unter 200, aber er ist sogar eigentlich eine coole Karte. Wir haben noch 2 Stück. Und dann gehen wir in die UV-Liste rein. Komm. Komm, irgendwas noch, EA, was ich nicht habe, was Gescheites. Immer doppelt hier. Und der letzte Pick. Also ich hoffe, wie gesagt, euch hat das wieder gefallen, Freunde. Wenn euch das gefallen hat, auch wenn ich abgerippt wurde, gerne supporten. Dann bringe ich das nochmal vielleicht dann für das andere Pack, wo man einfach nur ein 85er Rating braucht. Weil man musste hier ja immer Inform noch dazu holen. Weiß ich nicht. Ich bin sehr unzufrieden, wenn ich ehrlich bin. Also, ja, immerhin Mura bekommen, aber für 20 Stück, ich weiß nicht, was so ein Pack gekostet hat. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Wenn so ein Pack über 100.000 kostet, ja, kannst du dir ausrechnen, 2 Millionen oder so für die paar Karten hier. Weiß ich nicht. Hat sich, glaube ich, nicht gelohnt. Aber wir haben ja eh genug Coins, deswegen, ja, Nebensache, trotzdem ein bisschen ärgerlich. Wir gehen jetzt auf die UV-Liste ein, Freunde. So, und bevor wir auch auf die komplette UV-Liste eingehen, Freunde, weil ich habe hier so um die 70 Karten schon auf die Liste gepackt, die wir auch gemeinsam heute anbieten werden, gehen wir erstmal auf eine Methode drauf ein, die jetzt geht durch den Brasilien Cup. Ich werde euch das ganz kurz erklären, weil sonst geht das Video viel zu lang. Jeder brasilianische Spieler könnt ihr eigentlich so um die 600 verkaufen. Ihr seht das hier. Ich würde sogar sagen, wer Geduld hat, sogar 700, 800, 650 musst du halt eine halbe Stunde warten. Kannst du problemlos hier für 700, ja, 700 musst du halt eine Stunde warten. 650 umso besser. Was würde ich euch empfehlen? Ihr erbietet euch jede Karte bis maximal 350, 400. Ihr könnt hier auch einige Silberkarten, ja, einfach für 200, 300 erbieten. Diese Karten werdet ihr bekommen. Geht hier einfach die Seiten durch und bietet, ne? Ich habe schon ein paar Karten geboten, die zeige ich euch. Also ihr seht das hier, zwischen 200, 300 bekommst du die Karten und du weißt, jede Karte bringt mindestens 650. Das sind 300, 400 Coins pro Karte Gewinn. Gönnt euch die Methode für absolutes Low Budget. Und jetzt gehen wir rüber zur UV-Liste, Freunde, wo natürlich wieder die eine oder andere Münze drin steckt. Und wir sehen sogar, ich habe nur um die 30 Karten angeboten und ich habe trotzdem Verkäufe. Ich habe gerade gar nicht so viele Karten noch angeboten. Liegt daran, dass ich meine Liste hier auslaufen lassen habe. Und das sind so die restlichen Karten, die noch drauf sind. Wir gehen jetzt aber erstmal ganz nach hinten und ich zeige euch die ganzen Karten, dann wie ich sie eingekauft habe, für wie viel ich sie reinstelle und warum ich die Karten geholt habe. Ich werde euch zu jeder Karte kurz was sagen, aber auch nicht zu lange, ne? Sonst wird das natürlich ewig gehen. Hier Varan für die Geringverdiener. Ich habe auch ein paar Geringverdiener-Karten mitgenommen. Varan geht immer, 3.000 Aufpreis, machst du nichts verkehrt. Bei Varan habe ich einmal den Tots, wollte ich schon sagen, einmal den OTW geholt und einmal den Goldenen. Ihr könnt auch einfach nur den OTW oder nur den Goldenen holen. Der Goldene hatte sogar halt einen Shadow. Sehr, sehr interessante Karte. Keen kostet auch gar nichts mehr. Also ich habe auch hier einfach ein paar Karten mitgenommen, die absolut gar nichts mehr kosten. Ihr seht das hier. Warum habe ich hier so einen Fred oder so auf die Liste? Hier der Dembele geht auch sehr, sehr gut. Ist sogar schlau, so Special-Karten aus Brasilien auf die Liste zu packen. Warum? Es ist der Brasilien Cup draußen und die Leute werden vermehrt eher Brasilien Spieler kaufen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Deswegen macht ihr nichts verkehrt, wenn ihr diese brasilianischen Spieler euch einkauft. Und generell, Freunde, die Preise, die sind unfassbar. Also wer sich jetzt keine Liste baut, ihr seht das, was das hier für Preise sind. Das sind Spieler, die du locker mit 4.000, 5.000 Aufpreis anbieten kannst. Ich habe dir auch die meisten Karten, außer wo ich richtig gute Schnapper bekommen habe. Da habe ich auch 2 geholt. Habe ich immer nur eine Karte geholt, dass ihr die Karten 1:1 so nachkaufen könnt. Das sind meiner Meinung nach jetzt die besten Karten, die ihr aktuell kaufen könnt. Ihr seht das hier, ein Upamecano OTW. Mit Shadow habe ich den sogar bekommen. Den mache ich mal für 17.5. Den anderen werde ich ein bisschen billiger machen. Den anderen machen wir für 14,75. Natürlich immer interessanter, wenn ihr umgeformte Karten bekommt. Oder natürlich mit einem Chemistry Style hier zum Beispiel umgeformt als Mittelfeld plus Stürmer, plus Mittelfeldkarte ist ja eigentlich Stürmer, der Raspadori. Hier auch
absolut geschenkt, ne? Das sind hier, machst nur 2K mit der Karte, aber das sind Karten, du machst nichts verkehrt. Die können minimal noch fallen. Wie weit kann so ein Cassie sinken? Auf 10.000 wird er wahrscheinlich eher nicht droppen. Also mit so Karten macht ihr aktuell gar nichts verkehrt. Da könnt ihr euch die Liste füllen. Wer natürlich sagt, okay, ich habe jetzt nicht ganz so viele Coins, holst dir einfach von den günstigen Karten 3-4 Stück immer. Muss ja nicht, weil ich habe das jetzt so gestaffelt, dass wir immer teurere Karten holen. Ihr habt gesehen, wir haben mit 86er Rating angefangen, sind jetzt hier bei ein paar 87er und ich habe das so hoch gemacht bis 92er. Also ihr könnt ja mal reinschreiben, schreibt mal Hashtag UV, wer das bis hierhin schaut und das so gut findet, dass ich hier immer ein paar verschiedene Ratings auch ist für verschiedene Leute, die verschiedene Münzenregionen am Start sind. Ist, glaube ich, sehr, sehr interessant. Da kannst du hier schon ein bisschen, ja, dir die Karten anschauen, oh, welche Karten nutzt der Onkel, und dann passt das auf jeden Fall. Also Leimer hier auch eine super Karte, habe ich, glaube ich, auch zweimal gekauft, ja, habe ich zweimal gekauft. Also der geht auch wirklich sogar für 4.000, 5.000 könnt ihr den problemlos immer auf Preis verkaufen. Super Karte, hier den Berice auch super, ne, für 19.000 als 88er Karte, wirklich geschenkt. Und hier haben wir nochmal einen 87er. Ne? Bei den 7-8er mache ich meistens nur so 3K auf Preis, weil die gehen sonst nicht gescheit weg. Natürlich, umso billiger ihr die Karten macht, umso schneller gehen die natürlich auch weg. Ist sollte auch klar sein. Wenn ihr jetzt jede Karte mit 10K auf Preis macht, werdet ihr nicht so viel verkaufen, wie wenn ihr nur jede Karte 4-5K auf Preis macht. Muss ich das hier anschauen. Hier, die Karte unter 20.000, absolut geschenkt. Chiesa mit einer der Karten, die ich wahrscheinlich dieses Jahr am meisten verkauft habe. Also dieser Chiesa und hier dieser Balde Diao. Also was die Preise hier sind, das ist unfassbar, Freunde. Also wer sich da jetzt nichts mitnimmt, weiß ich nicht, der will keine Coins machen. Ich müsste nicht mal mehr Coins machen, aber ich mache das hauptsächlich, um in der Top 100 zu bleiben und um euch Content zu bringen. Zwei Gründe, weswegen ich es noch mache, ja. Weil, sind wir ehrlich, wahrscheinlich, ich könnte jede SBC jetzt mitnehmen und auch ein paar hundert Mal machen und ich kriege die Coins wahrscheinlich eh nicht los. Also, ich kann die ganzen Coins, die ich habe, wahrscheinlich eh nicht mehr ausgeben in diesem FIFA. Deswegen habe ich ja eh gesagt, ich nehme eh jede SBC mit. Und wir können so Experimente ja machen, so wie mit den 20 Mal Brasilien-Pick, dies, das, Ananas. Macht einfach Spaß, kann man machen, so auch wenn mir 20 doppelte Spieler keinen Spaß eigentlich machen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich mache das hauptsächlich auch für den Content, dass ihr was zum Schauen habt. Ihr seht hier, welche Karten wir hier so günstig bekommen haben. Hier Abed Dipele, auch eine Top-Karte von mir auf meiner UV-Liste. Er geht auch unfassbar gut weg. Hier, schaut euch das an, der Di Lorenzo bei 17.000 Münzen. Also das ist wirklich auch eine geschenkte Karte. Wenn man sich hier die 89er anguckt, bei 16, 17.000. Also, wer jetzt nicht mitnimmt, ich kann mir vorstellen, ich will jetzt keinem empfehlen, hier so in zu investieren. Es kann aber natürlich sein, wie letzte Woche, dass natürlich Montag, Dienstag hier die Preise wieder anziehen. Gehe ich sogar von aus, ne? Wer da investieren will, kann das machen. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber was ich empfehlen würde, immer die 100er-Liste voll zu haben mit diesen Spielern. Ein Lacroix, ne? Lachen mich die Leute immer aus, wenn ich im Stream Lacroix nenne. Mir egal, sehr gute Karte für die UV-Liste. Barella auch eine super Karte, geht auch eigentlich sehr, sehr oft raus. Ihr seht auch, ich habe jede Karte diesmal nur einmal geholt, um euch wirklich sehr, sehr viele variable Spieler zu zeigen. Also ich habe diesmal wirklich so viele Karten für euch hier rausgesucht. Das ist wirklich unfassbar. Also wenn da nicht der Like-Button gesmashed wird, weiß ich auch nicht, Freunde. Hier, Pakete habe ich gesniped. Der besteht eigentlich, ich glaube, der war bei 44.000. Ich habe den 2 Mark, glaube ich, geholt für um die 40. Deswegen stellen wir den auch um die 50 rein. Ja, hier haben wir den nochmal. Es könnte sogar sein, dass wir gerade was verkauft haben. Wenn wir auch gleich gucken. Wir haben ja 7 Verkäufe. Pakete werde ich 2 Mal um die 50 reinstellen. Pogba wichtig. Wenn ihr Pogba kauft, mit Shadow oder mit Hunter, weil da, ihr seht das, das ist Mindestpreis. Und der geht anders dann nicht weg. Also ihr kriegt den nicht los. Wenn ihr den ohne Shadow holt, Katastrophe, könnt ihr den nicht verkaufen. Also ihr müsst den mit Shadow oder Hunter holen. Hier, schaut euch das an. 91er Karte von Arsenal. Unfassbare, gute Karte. Hat 5 Sterne Weakfoot. Auch die Tots, das sind geschenkte Preise. Da mache ich 6, 7K Aufpreis. Und die gehen auch dauernd raus. Also das sind hier super Karten.
Hier 91er Di Maria, 25.000. Also ihr seht das, was hier für super Preise am Start sind, wenn man sich diese Preise hier denkt. Den habe ich auch gesniped, der kostet auch fast 40.000. Den werden wir auch so reinstellen. Sancho 30.000, aber kostet auch ein bisschen mehr, habe ich auch gesniped. Also der kostet, glaube ich, auch 37. Ihr könnt auch, wenn ihr ein bisschen sniped, die Karten echt günstig hier bekommen. Ihr seht hier, den Everton hier habe ich jetzt nicht so billig bekommen. Den anderen habe ich für 30 bekommen, den jetzt hier für 34. Aber es sind trotzdem gute Gewinne. Allen haben wir sogar vorne verkauft. Können wir gleich gucken. Ich glaube, für so 32, 33k habe ich den verkauft. Saha für 40.000. Also ihr seht, die Preise, ne? Sau sympathisch. Also wer da nochmal jetzt ein paar Millionen machen will, ist leicht gemacht. Leicht gemacht, jetzt Millionen zu machen. Kann ich nur einfach sagen, Freunde. Und natürlich, falls jetzt jemand fragt, wieder unter meinem Video, streame ich heute Abend. Der Onkel ist heute Abend natürlich wieder live. So, für die, die das noch nicht gecheckt haben, ich erkläre das nochmal kurz hier. Ich denke mal, die Preise habt ihr jetzt so verstanden, wie ich die ungefähr immer reinstelle. Wenn ihr seht das auch, könnt ihr Karten 1:1 so nachkaufen und anbieten. Ich streame hier eigentlich jeden Tag auf Twitch. Twitch ist unten auch verlinkt. Außer Freitag. Freitag, ja, kann nicht reden, Kappa. Freitag gönne ich mir immer eine Pause. Die anderen 6 Tage streame ich immer. Also ein Tag Pause, 6 Tage Stream. So ist aktuell natürlich, gibt es mal Tage, oder ja, aktuell eigentlich streame ich jede Woche 6 Mal. Aber es gibt auch Tage, wo ich keine Zeit habe. Da werde ich natürlich dann nicht streamen. Aber in der Regel eigentlich fast immer 6 Mal die Woche, falls jetzt jemand hier fragt. Und ja, würde mich freuen, wenn du noch kein Follower bist, dass du auf Twitch gerne vorbeischaust. Da werden wir natürlich heute Abend die Weekend League natürlich streamen und natürlich auch die UV-Liste gemeinsam nachkaufen. Also wenn sich was verkauft im Stream, kaufe ich immer die UV-Liste eigentlich nach. Hier Haaland, 60.000, was ist das für ein Preis? Also ihr seht das hier auch ein paar, das sind ja schon die teureren Karten. Okay, er hier nicht jetzt, auch noch eine günstige Karte, hier der Diaz von Liverpool. Hier Werner, habe ich einfach durch Zufall mit Shadow bekommen. Ich würde ihn jetzt nicht empfehlen, mit Shadow zu kaufen, aber habe ich durch Zufall für den Preis bekommen. Immobile unter 60.000, was sind das für Preise, bitte? Was sind das für Preise? Also unfassbar. Hier Vlahovic, da fallst du vom Glauben ab. So eine Karte für 50.000, also die kriegst du locker für 6-7k auf Preis weg. Und dann haben wir noch einen Kimmich mitgenommen, ist eine bisschen teurere Karte, aber ich finde den sehr, sehr interessant, den Kimmich. Auch den kriegst du mit 10k auf Preis safe weg. Wir gucken mal, ob was weggegangen ist. Kann sein, dass, ja, sogar direkt ein paar Karten. Wir haben direkt 4 Karten anscheinend verkauft, die zu billig waren. Vlahovic anscheinend schon gestiegen, habe ich ja direkt für 57 verkauft, weiß nicht, wen wir noch verkauft haben. Jota habe ich für 40 geholt gehabt, habt ihr gesehen, den hier haben wir für 13 geholt. Also ihr seht, dass hier die Preise gehen hier sehr, sehr gut raus. Neymar am Start, sehr, sehr gute Preise auf jeden Fall, schmeckt auf jeden Fall. Mal kurz hier die Geringverdienerkarten, ich glaube sogar nochmal was verkauft worden. Also auch hier die Geringverdienerkarten kriegt ihr für 200 bis 400, könnt ihr dann für 600 verkaufen. Wir haben sogar wirklich nochmal was verkauft. Ich hätte anscheinend die Preise nochmal teurer machen sollen. Ja, Kimmich und Immobile auch direkt weg. Ich muss mal gleich die Preise hier nochmal checken, aber ja, anscheinend sind die sogar ein bisschen schon gestiegen. Aber ja, ich habe da trotzdem guten Gewinn mit den Karten gemacht, deswegen kann ich mich nicht beklagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem heutigen Video. Ging ein bisschen länger, wie ich gerade sehe, Freunde. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Wenn es euch gefallen hat, gerne Däumchen hochgeben, gerne ein Abo da lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kommt ihr heute Abend sehr gerne im Stream vorbei. Haut ihr rein. Ciao, ciao.